Hallo und herzlich willkommen natürlich draußen. Wir stehen hier an einem Teilstück der beeindruckenden Teufelsmauer im Harz und wollen heute von Neinstedt nach Blankenburg laufen. Die Teufelsmauer, die unterteilt sich in zwei Abschnitte. Wie schon gesagt, beginnen wir unsere Tour in Neinstedt und besichtigen die Weddersleben-der Teufelsmauer. Diese zeichnet sich vor allen Dingen durch die Felsformation, wie hier im Video zu sehen, aus. Es sieht einfach wirklich so aus, als hätte hier jemand eine Mauer gebaut. Hier sehen wir den berühmten Königsstein, den markantesten Stein der Mauer. Sieht halt wirklich so aus, als hätte hier jemand eine riesige Mauer hingebaut. Echt beeindruckend. Schaut mal hier im Hintergrund, hat man einen Blick auf Thale. Und vielleicht seht ihr es ja, dort in der Mitte von der Kameraaufnahme, da sieht man das Bodetal, ein echter Canyon hier im Harz. Übrigens ist die Teufelsmauer eine besonders harte Sandsteinschicht, die sich aufgrund von Erdverwerfungen quergestellt hat und dann so rausgebildet wurde. Das Ganze ist natürlich nicht innerhalb von einigen Jahren passiert, sondern über viele Millionen Jahre. Das war der erste Teil der Teufelsmauer. Jetzt müssen wir Richtung Timmerode laufen, um dort erstmal zum Hamburger Wappen zu kommen und zum zweiten Teil. Schaut mal, hier könnt ihr nochmal die Teufelsmauer von weitem sehen. Wir haben uns nicht für den offiziellen Wanderweg Richtung Hamburger Wappen entschieden, sondern für einen Pfad südlich davon. Und der hat sich wirklich gelohnt. Wir sind jetzt hier auf dem Kahlenberg und hier hat man echt einen wunderschönen Blick Richtung Thale runter. Hey Leute, wir haben es 2-3 Grad, es schneit, es ist der übelste Wind und wir sind hier draußen. Aber dafür haben wir alles hier für uns alleine und wir sind ja auch gut eingekleidet. Wir sind jetzt am Hamburger Wappen und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, warum das Teil so heißt, wie es heißt. Wie ihr seht, ist das Hamburger Wappen eine besonders markante Felsformation. Doch nicht nur der Felsen an sich ist beeindruckend, sondern die ganze Geologie drumherum. Es gibt hier zahlreiche kleine Höhlen und in eine kann man sogar gehen. Mit dem Hamburger Wappen haben wir jetzt auch den Beginn der Blankenburger Teufelsmauer erreicht. Und dies ist genau der zweite Abschnitt, den ich vorhin gemeint habe. Die Blankenburger Teufelsmauer erinnert eher an Felsformationen im Elbsandsteingebirge. Und geologisch erinnert sie auch eher an einen Wall statt an eine Mauer. Doch dafür gibt es hier einen herrlichen Pfad, der direkt auf der Mauer entlang geht. Es gibt hier mehrere Wege, die man gehen kann. Ein Südhangweg, ein Nordhangweg und ein Kammweg. Wir gehen natürlich den Kammweg, weil der ist aussichtsreich, etwas schwieriger als die anderen Wege. Also bleibt ja nichts anderes übrig, oder? Hornissennest. Ich glaube, die werden uns jetzt nichts antun hier. Das ist der Teufelsturm hier.
Rein wandertechnisch ist der Kammweg hier der interessanteste Abschnitt unserer Wanderung gewesen. Der Weg ist spannend, aussichtsreich und natürlich auch ein schmaler Pfad. Das, was uns an Wanderungen besonders gut gefällt eben. Der Kammweg an sich hat eine Länge von etwa 1,5 Kilometern. Wer nicht so gut zu Fuß ist, der kann sich für einen parallel verlaufenden Nord- oder Südhangweg entscheiden. Die beiden Wege sind wesentlich einfacher zu laufen, dafür allerdings auch nicht so spannend und auch nicht ganz so aussichtsreich. Dafür kann man die Felsen allerdings von unten bestaunen. Das hier ist der Großvaterfelsen, aber wenn ich mir das so angucke, das Wetter, ist es vielleicht gar nicht mal so gut, wenn wir da nochmal hochgehen. Ich glaube, wir probieren es aber trotzdem mal. Wie immer verlinke ich euch den Komo-Track in der Videobeschreibung. Es gibt allerdings auch einen offiziellen Teufelsmauernstieg, den verlinke ich euch auch mal in der Videobeschreibung. Der Teufelsmauernstieg geht südlich von Neinstedt noch ein Stückchen weiter und hat 23 Kilometer. Wir sind hier ungefähr 15 Kilometer gelaufen. Euch gefällt das Video? Dann lasst doch gerne eine kleine Bewertung da. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns immer. Und wenn euch der Kanal gefällt, könnt ihr diesen auch gerne kostenlos abonnieren. Da sind wir auf dem Großvaterfelsen. Hier ist ein Durchzug, ey. Es ist so kalt, so unbequem, aber irgendwie auch cool. Ja, und der Aufstieg auf den Großvaterfelsen, der hat sich auch nochmal gelohnt, auch wenn das Wetter echt unbequem war. Hier hat man einen schönen Blick auf Blankenburg. Ja Leute, ihr seht hier die letzten Ausläufer der Teufelsmauer. Wir sind gleich in Blankenburg zurück und deswegen wird es Zeit, das Video mal zu beenden. Also, macht's gut. Wenn euch dieses Video gefallen hat und wir nicht bis nächstes Mal weggeweht sind, dann könnt ihr mal hier oben klicken und noch ein Video aus dem Erzgebirge schauen. Und hier unten verlinken wir euch ein Video aus dem Elbsandsteingebirge. Und wir sehen uns natürlich draußen, eventuell.